Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten kleinen Mod-Review. Dieses Mal ist es der Mercedes Sprinter 311 CDI. Hier, der hat eine Anhängerkupplung, alle Türen gehen auf, eine kommunale Version. Hier, Umbau, Umscreen ist verboten, so wie erneut und so. Das ist das gute Stück. So. Wie wir schon direkt sehen. Nicht mit viel Liebe gemacht. Die Reifen müssten tiefer liegen. Dazu werden wir aber gleich noch kommen. Der ganze Unterboden scheint mir nicht so geheuer. So, Anhängerkupplung hat der. Aha, cool. So, alle Türen kann man aufmachen und man kann sogar. Ja. So, dann steigen wir mal das gute Stück ein. So, der Auspuffqualm kommt schon mal von irgendwo her. Dann kontrollieren wir Licht. Sieht ein bisschen behindert aus. Könnte man ein bisschen besser machen. So, Blinker. Blinker sehen schon besser aus. So, Warnblinker. Rückwärtslampe. Und Bremslicht. Alles da. So. Dann können wir mit Umschalt, also Shift, können wir dann die Türen öffnen. So. Und bei der Kamera, die ist komplett falsch eingestellt. Dann, wenn man nach unten zieht, geht man nach hinten. Und so genau umgekehrt, aber rechts, links ist normal, nur halt oben, unten. So, dann können wir uns mal den Raum angucken. So, aber irgendwie rein kann man dann nicht. Anscheinend geht das nicht. Okay, sonst hätte ich probiert, dass man da was reinstellen könnte. Zum Beispiel den Profi-Truck und so weiter. Ach, den Profi-Hopper. Aber naja. Gut, dann kommen wir mal zum Fahrverhalten. So, wenn wir jetzt gemächlich mit ein paar km/h fahren. Wir nehmen jetzt mal 50. So. Also die Fahr. Weil jetzt gibt er, jetzt droht er schon umzukippen. Ja. So, ja. Auf jeden Fall, dieser Mode muss noch ausgereifter werden, weil da sind noch so viele Fehler drin. Und ja, sonst nichts, aber also Bugs und sowas gibt es nicht, nur er muss besser bearbeitet werden. Und damit verabschiede ich mich wieder. Gebt einen Daumen und einen Kommentar. Bis dahin.